Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Teil 2 unserer Serie, was ich euch an die Hand geben würde an Tipps für eure Schwangerschaft und Dinge, ja, die ich mir gewünscht hätte, dass sie mir jemand sagt oder ich mich einfach früher schon damit auseinandergesetzt hätte. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten. Schaut doch mal, dass ihr andere Mamis, andere Papis kennenlernt, euch als Eltern einfach vernetzt. Ich finde, das hilft total viel, weil häufig war es einfach so, klar hatten wir schon Kinder im Freundeskreis und auch schon andere Paare, die Eltern waren, aber irgendwie nie, dass man so gleichzeitig schwanger war, immer so ein bisschen versetzt. Und irgendwie ist es ja doch immer ganz schön, wenn man jemanden hat, mit dem man die Schwangerschaft so gemeinsam erlebt, sich auch mal treffen kann, sich austauschen kann und dass auch mal jemand anders ist als der Partner, die Partnerin. Ich finde, das kann für beide Parteien sehr, sehr wohltuend sein. Also von daher, schaut doch schon mal, dass ihr euch jetzt schon mal vernetzt, guckt irgendwie, dass ihr euch zu so Schwangerschaftstreffs irgendwie zusammentrefft, zusammen mal spazieren geht, eine Runde auf irgendwelche Kinderflohmärkte, was auch immer. Aber das kann auf jeden Fall sehr, sehr nett sein und vor allem Einsamkeit in der Schwangerschaft oder eher gesagt im Wochenbett vorbeugen. Denn ganz, ganz viele Mamas sagen, oh, sie sind extrem einsam in der Elternzeit, so alleine zu Hause und würden sich wünschen, einfach mehr Kontakte zu haben. Und um dem quasi schon mal ein bisschen so entgegenzugehen, würde ich sagen, versucht euch schon mal in der Schwangerschaft zu vernetzen. Und jetzt würde mich interessieren, falls ihr schon ein Baby habt, habt ihr euch auch schon mal einsam gefühlt im Wochenbett oder in den Monaten danach? Schreibt es doch mal in die Kommentare und vielleicht kriegen wir das sogar hin, dass ihr euch hier untereinander vernetzt mit Postleitzahl etc. Falls nicht, schaut unbedingt nochmal bei Instagram vorbei. Da haben wir nämlich einen richtig großen Post dazu gemacht und mittlerweile haben sich schon so krass viele eingetragen und ganz, ganz viele nette Krabbelgruppen und so weiter sind daraus entstanden. Schaut doch mal, ob ihr da vielleicht auch jemanden findet aus eurem Postleitzahlenbereich und raus aus der Einsamkeit. Das nächste ist, meldet euch doch mal an für diese ganzen Probepakete etc. In den ganzen Drogerien kann man das zum Beispiel machen und. In vielen anderen Geschäften auch. Man kriegt dann Rabattcodes zugeschickt, Gutscheine, Gratiswindeln und alles Mögliche zum Austesten. Man setzt sich einfach dann mit vielen Dingen auseinander und kann mal schauen, hey, gefällt mir das oder gefällt mir das eher nicht und kann auch bares Geld sparen. Also von daher, macht das doch unbedingt schon mal vorher. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich habe es nämlich immer verpeilt und immer erst hinterher gemacht. Hätte ich es mal vorher gemacht, hätte ich es auch mehr nutzen können auf jeden Fall. Also macht das, auch wenn viel sinnloses Zeug manchmal dabei ist. Genau. Ah, da hole ich mal eben was für. So, dann etwas, was ihr unbedingt machen solltet und was ich in der ersten Schwangerschaft gemacht habe danach, nicht mehr so richtig ambitioniert wie in der ersten und total bereue, weil es einfach so schön ist, sich das immer wieder anzugucken. Und zwar, das sind solche Schwangerschaftstagebücher, wo man einfach Ultraschallbilder einkleben kann, Erinnerungen, wann habe ich das erste Mal den Tritt gespürt meines Babys und so weiter. Und ich finde das total schön, sich das auch immer wieder anzugucken, durchzublättern. Ich habe das auch einfach total gerne oder ich mache das immer noch mega gerne mit unseren Kids, die gucken sich das dann auch mit uns zusammen an, genauso wie Fotoalben. Ich bin auch manchmal noch so altmodisch unterwegs, dass ich wirklich Fotos ausdrucken gehe in der Drogerie und die dann anfange einzukleben in Alben und die Kinder lieben das, sich das anzugucken. Das sind einfach so Erinnerungen für die Ewigkeit. Also wenn ihr die Zeit und Muße dafür habt, macht das auf jeden Fall. Ihr werdet auf jeden Fall das hinterher nicht bereuen, sondern sagen, oh schön, dass ich das gemacht habe. Dann das nächste, auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Setz dich mit positiven Geburtsgeschichten auseinander, positiven Schwangerschaften, ja, einfach auch positiven Geschichten zum Wochenbett und in den Wochen danach, weil wenn man etwas hört, sind es häufig eher so die Schreckensgeschichten, wo man dann selber sich vielleicht sorgt, Angst bekommt oder auch irgendwie so, ja, ein ganz mulmiges Gefühl im Magen und das ist eigentlich eher nicht so förderlich für die Schwangerschaft, weil du sollst nicht mit Angst in die Geburt gehen, du sollst nicht mit Angst ins Wochenbett gehen, das ist einfach etwas ganz Wunderschönes und ich finde es wichtig, das einfach auch so vom Mindset her zu versuchen, positiv zu besetzen. Das klappt mal besser und mal nicht so gut, aber natürlich, wenn man immer diese Geschichten hört, die einen dann auch so runterziehen, dann bezieht man das irgendwann auch auf sich. Und deswegen positive Geburtsberichte, vielleicht bei YouTube anschauen, positive Schwangerschaftsberichte etc. Und ja, zu versuchen, sich die nicht davon so beeinflussen zu lassen und auch zu sagen, hey, stopp, ich möchte diese Geschichte nicht hören. Lass mal, erzähl mir mal nicht von deiner Geburt, wenn du die so traumatisch empfunden hast. Das belastet mich nur und das verstehen eigentlich die meisten auch. Und das kann auf jeden Fall sehr positiv sein, sich wirklich positive Gedanken zu machen. Mein Name ist übrigens Laura Roman-Höhn. Ich bin Hebamme seit über 10 Jahren und mittlerweile Mama von 4 Kindern. Und auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und die ersten Babyjahre. Und wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, dann schaut unbedingt bei unserem Kursprogramm vorbei. Wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs, Rückbildungskurs, Stillkurs und einen Fit in der Schwangerschaftskurs. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, die Wahl des Geburtsorts. Auch damit würde ich mich schon relativ frühzeitig auseinandersetzen, um einfach zu schauen, was für Möglichkeiten gibt es denn. Klinikgeburt, Beleggeburt, Hausgeburt, Geburtshausgeburt. Was kann ich mir denn vorstellen? Und
und einfach schon frühzeitig zu gucken, wohin soll es gehen, wann gibt es denn dort Infoabende oder wie kann ich denn die jeweilige Hebamme dann schon kennenlernen. Und das, wie gesagt, schon frühzeitig in der Schwangerschaft und dann gegebenenfalls sich auch für diese Infoabende anmelden, weil ich selber fand das extrem entstressend und entspannt, dorthin zu gehen, zu schauen, gefällt mir das oder nicht, kann ich mir das hier vorstellen und dann so einen Anmeldetermin zu machen für die Klinikanmeldung. Und dann wusste ich so, okay, das habe ich erledigt, das ist schon mal gefühlt in trockenen Tüchern. Und ja, es hat mir in Bezug auf die Geburt extrem viel Sicherheit gegeben. Ich wusste, wo ist der Eingang, wo muss ich hin, wenn ich Wehen habe, hier ist der Kreißsaal, wie läuft das dann? Und dann war ich auf jeden Fall schon mal viel, viel entspannter. Und jetzt würde mich interessieren, was eure Tipps sind. Schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch, da abonniert den Kanal. Schaut auch unbedingt in Teil 1 rein und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder im nächsten Video. Sehr schön!